Also für mich ist das Büro der Zukunft etwas, was sich an dem Marktplatz des Wissens orientiert. Das wichtigste Thema, was wir ja im Büro machen, ist ja letztendlich Wissen zu generieren, Wissen zu verteilen, Wissen zu bewahren. Weil am Ende des Tages ist ja das, was Büroarbeiter machen, bei Kunden, ist Wissen zu verkaufen. Das ist letztendlich, ne, wir haben ja keine Produktionsstraßen, keine Patente in der Regel. Also wir verkaufen das Wissen eines Unternehmens, das ist das kollektive Wissen aller Mitarbeiter. Und es müsste eigentlich in jedem Unternehmensinteresse sein, dieses Wissen so optimal wie möglich zu managen in einem dafür geschaffenen Ort. Ob das das Büro ist mit dem langen dunklen Flur und den Hasenstellen, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Sind es eher die offenen Marktplätze, in denen man sich austauschen kann, wo man eben Wissen neu generieren kann, wo man es verteilen kann, würde ich sagen eher ja. Also für mich ist das Büro der Zukunft ein Bild, was ich so geformt habe, ist der Marktplatz des Wissens. Mit einer gewissen Zentralität, mit einer gewissen Erreichbarkeit, aber eben auch mit einer gewissen offenen Struktur, wo man eben diesen Austausch von Informationen sehr, sehr gut durchführen kann.